die See. Oder die See, wie man es auch spricht. Hier ist mein erstes Let's Play. Ich wollte mich mal dran versuchen und mal schauen, wie es wird. Ich wäre, meine Aufnahmen werden wahrscheinlich so sein, dass ich ein, zwei Stunden an einem Stück aufnehme und dann es splitten werde, immer und halt je nach und nach immer auf YouTube hochstellen. Wir fangen mal einfach an. Ich habe mal ganz kurz nur gespielt gehabt, habe aber das Profil nochmal gelöscht. Es war einfach nur zum Testen gewesen. Wir fangen einfach mal an. Und werden mal sehen, was alles mal so auf uns zukommt in dieser Welt der Apokalypse. Sehen, dürfen wir gleich Zombies metzeln. Linke Maustaste. Okay? C ist. Kann ich ausweichen? Ja, okay. Well, we can't just stay out here in the open. That's for damn sure. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some. Schöner Angelplatz. What the hell, man? We've gone 2 weeks and what? Ja, sehr schöner Angelplatz. Schöne Grafik. These me. Ja, das ist direkt der nächste Zombie. Z drücken. Oh. Den Kopf gespalten. Immer lustig. Wenn ein Zombie auf dem Boden liegt, Z. Z. Wahrscheinlich ist es Y, natürlich nochmal amerikanische Tastatursteuerung, einfach mal angezeigt. Ja, ist es. Sehr blutintensiv ist dieses Spiel. Aber das ist ja auch nicht anders zu erwarten in einem apokalyptischen Spiel. Ums Zombie geht. So, dann gehen wir mal hier in das Haus. Was uns so erwartet. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Also, wir sollen Vorräte finden und so. Ja, mal gucken. Das Spiel ist gerade ein bisschen dunkel. Ich muss einmal gerade die Gamma ein bisschen höher stellen. Ich glaube, ich muss ganz hochstellen. Ja, es ist besser. So, Versorgungsspende, da haben wir natürlich noch nichts drin. Ah, doch, hier eine Leiste. Wie kann ich das aufnehmen? Nehmen, Leertaste A. Okay, das nehmen wir auch noch auf. Und hier ist nichts mehr drin. So. Oh, das war ein bisschen laut. Gehen wir mal raus. Gehen wir hier auf den Wasserturm. Wie es die Quest beschrieben hat. Ja, man hört schon die Zombies schön laut und deutlich. Rechte Maustaste. Campingplatz, noch einer.
Noch ein Campingplatz. Was ist nix? Mal hier, ein Fahrzeug. Ein Baumarkt. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Kann man vielleicht Sachen finden. Noch ein Campingplatz. Noch ein Campingplatz. Da hinten ist eine Hütte. Da ist noch eine Hütte und ein paar Zombies. Was ist da? Das sieht man gerade nicht. Noch eine Hütte. Und öffentliche Toilette. Okay. Gunshots. Guess we're not the only ones having a bad day. I haven't earned this. Ah ja, geht automatisch runter. Muss man ja mal wissen. Oh. Jetzt runterspringen sollte man nicht. Also jetzt haben wir mal Sachen gefunden. Gehen wir zuerst mal zu den Campingplätzen, mal gucken, ob es da vielleicht so kleine Vorräte gibt. Würde ich mal sagen. Oder ob es da noch Zombies gibt. Ich bin nicht alleine. Y-Taste? Oh. All quiet here. Ah, da haben wir nämlich schon was. Da. Snack und Schmerzmittel, das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Nichts mehr da. Okay. Dann gehen wir mal in den nächsten. Das war einmal ein ein Schlag-Hetty. Sagen wir es mal so. Hier ist noch ein. Wir haben ein paar Zombies unterwegs. Oh! Von Stufe 2. Seht ja richtig fix. Also man hat es ja eigentlich gelernt, immer schön. Einmal mit der Shift-Taste kann man schneller alles zu sich nehmen. Oh, schöner Fernseher. Den könnte man ja mal mitnehmen. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Golfspielen. Wenn er so. Fähigkeiten verbessern. Der ist verletzt. Okay. Einfluss, okay. Angestellte, geborene Anführer. All quiet here. Nichts mehr da. Da ist aber noch ein Campingplatz. Not alone in here. Spiel ich da alleine hier? Mal wieder? Oder wie immer? Kann man da. Gibt's da irgendwas zu durchsuchen? Anscheinend nicht. Da der Zombie. Ja, mal spielen ein bisschen Golf. So. Nichts mehr da. Okay. So, wie ist das hier? Okay, mal gehen wir zuerst mal dahin. Mal gucken, was da los ist. Was man da so hört. Schüsse. Kann ja nur ein Überlebender sein. Aber ich sollte ein bisschen auf meine Ausdauer aufpassen. Aber Ausdauer ist ja bekanntlich lebenswichtig. Überlebenswichtig, so wollte ich sagen. Soll der Fremden helfen? Ein Jagdgewehr schießt sie. Maya gerettet. Are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die?
Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. Love the idea, but we got kind of volunteered to check a couple other places for survivors first. Just think of it as payback for the time that you volunteered us for the running of the bulls in Pamplona. Okay then, you want a tank point, or should I? I'm drücken für Missionsangelegenheiten zu sehen. Wegpunkte zu markieren. Ah, okay. Zum Durchscrollen. Okay, gerade schließen. Wegmarker setzen. So. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Zuerst mal. Gleich zwischen Maya und Markus umschalten. Okay. Ja, ich bleib mal bei Markus. Gut, ist schon ein bisschen mühsam. Viel zu laufen. Oh, meine Ausdauer. Kann man eigentlich so zwischendrin mal abspeichern? Ah ne, speichert ja automatisch. Ich glaube, rechts unten ist das Speichersymbol gewesen. Da waren wir doch gewesen, oder nicht? Da war doch alles im Rhein. Nichts mehr da. Weil das ist kein Kreis drumherum. So, irgendwie war mal was gewesen. Ach so, ne, da kann man hier unten gucken, wie weit man da ist. Wechseln zu, okay. Hat's wohl einen Campingfahrer erwischt. Ja, hier sind ein paar Toiletten. Ach, ein paar Zombies. Und ein paar Toiletten auch. Ah, die sind ja schnell zu erledigen. Okay. Zweig ist kaputt. Verwenden. Um die Tür zu. Dass da nicht auf einmal so von draußen einer kommt. Ja, ich will hier was gucken, aber. Haben wir Golf gespielt. Ah, hier ist nichts. Ah ja, hier steht's. Um schneller, aber auch lauter zu sein. So. Also manchmal sind sie ja ganz schnell tot. Hier steht immer noch Ressourcen, das sind unbekannt. Obwohl ich nichts mehr holen kann. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Hier ist nichts. Gut, da gehen wir mal noch nicht hin. Da wäre nichts mehr da.
gehen wir mal hier hin zu der Hütte noch. So, tun wir einfach mal alles ein bisschen erkunden, bevor wir mal in die Mission einsteigen. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was, was nützlich ist für uns. Ah, hier sind ein paar mehr Zombies. Von hinten kommt noch einer. Oh. So, wir sind wieder zurück. Leider ist hier ein ganz komischer Cut. Es tut mir echt leid, gerade fürs erste Let's Play. Das Spiel war mir einfach abgestürzt während der Aufnahme. Es tut mir echt leid. Wir spielen einfach mal weiter und hoffen, dass es natürlich dann besser wird, dass es nicht nochmal einfach mittendrin abstürzt. Tut mir echt leid. So, kommt auch schon der nächste Zombie hier wieder. Aber wir wollten hier ins Haus gehen, bevor es abstürzen sollte oder abgestürzt ist. Ah, hier können wir schön Sachen durchsuchen, da gibt es einiges. Machen wir schnell. Nichts mehr da, oh. Ah, sie können ins Fenster rein. Ja, super. Der will uns hier wohl verarschen. So. Dann gehen wir mal zur nächsten Hütte. Ah, der ist da drin. Noch ein Zombie. Au. Nee. Ich will nicht mit dir reden. You want to know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. The whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire and guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Ja, der Zweig ist wieder kaputt. An den Tab müssen wir drücken. So. So. Gehen wir noch hier an die Campplätze, dann zum Baumarkt und wieder zurück. So. Wieder ein Zombie. Ah, ist ja schnell erledigt. So, jetzt können wir schon nichts mehr aufnehmen. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. So. Da haben wir auch schon eine Waffe gefunden. So, können wir eigentlich irgendjemandem etwas geben? Nein, können wir nicht. Ah, ist ziemlich schnell erledigt. Where the hell am I gonna carry this? Dann verwenden wir es halt mal. All quiet here. Hier ist nichts mehr da. Inventar ist voll. So. Ich probiere jetzt mal was. Na, geht nur verwenden oder zerstören. Hm,
Okay. Wir gehen mal einmal zurück ins Haus und statten Maya mal aus. Nur, dass sie mal einen Rucksack hat, dass auch mal was nehmen kann. Upp, direkt reingestellt. Oh. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Ja, das wäre nicht verkehrt. Der stirbt jetzt auch. Oder? He's gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Shit! Sag ich doch. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. So. Schmeißen wir das mal rein. Was sind das für Kugeln? Pistolen, einige Räume und Gewehr. Das ist ja nun mal nicht schlecht. Nach Zombies anzulocken. Das kann man auch mal reinlegen. So. Anderes brauchen wir ja noch nicht. Wir gehen jetzt mal hin und wechseln mal zu ihr. Ob sie. Oh, sie hat ja schöne Sachen dabei. Mal gucken, ob Tasche sind größer. Me and a couple guys from the unit came up here to do some deer hunting. Are you in the army? You don't miss much, do you? Anyway, we're. Ah, so kann man also gucken. Wie viel man noch braucht. Aha, okay. Einfluss, was es alles so gibt. Okay. So. Aber jetzt gehen wir jetzt erstmal noch zum Baumarkt. Ich sollte vielleicht aufhören, die Türen so aufzuschlagen. Schon Stufe 3. Ihr hört es nicht sehr sinnlich an. So, where are we going? I don't know. I guess we just head to town and try to find somebody. Yeah, or, well, I kind of took that guy's walkie-talkie. Maybe we can raise somebody on that. Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. Oh, wow. So you robbed a dead guy. And you expect his friends to help us out? Well, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad? Dad, are you there? Oh, yeah. Hello? Can you hear me? Who is this? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, Supermama. Spencer's Mill. We're on our way. In Mollo. Try not to look too dicey. Molotov Cocktail. Ist ja nicht mal so verkehrt. Schon komplett durchsucht. So. Das aktuelle Ziel. Okay. Wie groß ist denn die Karte? Ja, die Karte ist ein bisschen groß. Aber okay. So, dann verlassen wir mal die Gegend.
Ah, das war's dann wohl. Gegend verlassen. Anyone else want some? Ich geh mal da runter. I don't know, mate. Looks like we could climb up over here, maybe? Müssen wir wohl hier rüber klettern. Da ist noch ein Auto. We're headed your way. You said you were a hold up in a church? What's happening around here? You haven't heard? No cell reception in the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It said what, 12, 13 days ago? At first it was just weird stories on the news. Random mauling, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky. Mal gucken, wohin wir eigentlich müssen. Oh je. Da müssen wir mal kurze Strecke fahren. Also der fährt eigentlich schon ziemlich langsam. So langsam würde ich eigentlich nicht fahren, so langsam. So, wait a minute. What's the government response to all this? Oh. So, how'd you end up on this frequency? Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. You're not gonna tell her? I don't know yet. Dude, it's her dad. You want to confess that we killed her father? And stole his radio before they patch you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Ja, ich fahre richtig. Lily, did you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to that. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on. I'll give you the nickel tour. Ah, das Tor geht alleine zu. Also hier sind wir in Sicherheit. Scheint mal so. Vorher besitzt hier mal eigen. Ja, täglich 8. So. Hier sieht man, wer dann... So, traut es seinem Glück allein. Failed? Okay. Fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best.
Jesus, Lily. He's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look, we're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. Here. I'm confused. There's a cell tower behind the Swine and Bovine. From up there, you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. Thank you. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. Such nach Medikamenten. Infektionshärte. Okay. It's reckless, is all I'm saying. Runs in the family. Jacob and Thomas are both AWOL. This isn't the first time. Those two are gonna get themselves killed one of these days. Jake wouldn't be much of a loss, but Thomas is pretty good with that revolver. You're a cold-hearted son of a bitch. Ich glaub nicht, dass der mir helfen möchte. Holding hands and singing Kumbaya isn't gonna keep us alive. Folks around here ought to remember that. Our scouts have spotted a new group of survivors. Here's the coordinates. Also, das ist ja wirklich ein sehr schnelles Hin und Her. Fahren wir zuerst dorthin. Alleine. I'm headed out. I hear ya. Das sieht nicht so gut aus. Ich will an denen vorbeikommen. Fahren wir mal ein bisschen durch den Wald. Ich habe schon gehört, dass das nicht so toll ist. Steigen wir aus. Hey, over here. So, dann reden wir mal. What do you say? 50-50 sound good? Hey, look, I can load up whenever you want. We'll just get going. Okay, loading up. Das sammelt dann mal. Almost done. A lot of good stuff here. Guess I've wasted enough of your time. Let's get out of here. Okay, I'll follow your lead. Ah, da kommen welche. Oh. Shit. Au. Müssen wir wohl so kämpfen. Zed's up ahead. Oh, in Zeitlupe.
So. Was ist das jetzt alles schon? You know what weirds me out about this whole thing? All the toilet paper disappeared in the first few days. I mean, plasma TVs and sports cars, I guess. Some people are just dumbasses and they think, hey, free stuff. Food, medicine, ammo, that all makes sense. Immediate survival, yada, yada, yada. But I really want to know who walked out of their front door, looked upon the end of civilization as we know it, and went, man, I'm gonna have to take some shits. I better stock up on Two-Ply ASAP. So. Ui. Nee. Na super. Es ist das Auto umgekippt. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going. Hier geht's ja richtig ab. Heads up, we got zombie activity. It's done. There you go. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. So, da haben wir mal Nachbarn geholfen. Was ist das da? Achso, das sollte mal hin. Fahren wir das Auto extra hier hin. Looks like a good vantage point up there. I don't have enough space for this. So, komm her. Komm. Den Arsch versohlen. Ui. Das war ein Head Smasher. Das Beöffnen und Verpostkühle. Sie sind vor und dann. Geht mir.
don't have enough space for this. Komm. Gehen wir mal weg. Das ist wichtiger. Schnell hier hoch. Achso, wir sind da auf dem Funkturm, ne? Aber ich bin im Restaurant. Man sollte auch auf den richtigen Platz gehen. So, dann gehen wir schnell auf den Funkturm. Zack. Und weg mit dem Kopf. Das ist eine ganze Zombie-Herde. Wäre nicht so toll, wenn die mich jetzt einfach mal so bekommen würden. Made it. Gonna look around now. Automechaniker. Reklave, Fahrzeug. Waffenladen, Fahrzeug, Tierklinik. Hey, what's that? Looks like a vet's office or something. Infektionsherd. Oh, yeah, what about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people. Postamt. Looks like no one's broken in. That's a good idea. Lagerhaus. Okay. Sounds like it's worth checking out. Baustelle. Somebody's broadcasting something. We've had enough of being on Haus. Our own. We'd love to join you if you'll have us. Haus? No, vengo. Ah, here. You might want to go check it out. I'm sending Tankstelle. Alan and Sam to meet you at the clinic. Alan? Fahrzeug. Gee, thanks. Ah, ja, gibt's richtig viel. That, or let him gibt's stay eine Heimatbasis. About hier gibt's ja richtig, richtig out. Viel. Point. Ah, hier mal. Ah, Zombie-Horde. Yeah, I was afraid of that. We got a horde on our hands. Okay, das war's ja schon. Aber wir müssen einmal zuerst zurück, weil wir haben ja die komplette Ressourcen. Do me a favor and don't come driving up like a dumbass. What Alan's trying to say is cars make noise. Dead like noise. Plus, they don't exactly go on treats, and we only got so much fuel to keep running. So we gotta be careful about when we get there. I'm almost there. Found this while I was out. So. Sweet. Jetzt kosten es schon Einflusspunkte. Die ganzen Sachen hier. Okay. Das machen wir mal da rein. Einflusspunkte gewinnen. So. So. Kann man das vielleicht so ein bisschen sortieren? Dann kann man leider nicht. Okay. Wollen ja nichts nehmen. So, wir machen für hier mal Schluss. Wir sind jetzt schon mal eine Dreiviertelstunde angelangt und ja, mal schauen, was noch alles so passiert. Wir müssen ja jetzt mal freundlich gesinnte Überlebende direkt hier und hier müssen wir hin für die Antibiotika zu
beschaffen. Und hier sind Fremde, wo wir das Vertrauen wahrscheinlich hier ein bisschen aufpeppen müssen. Und hier sind noch so viele Sachen, Ressourcen, wo wir finden können. Infektionsherde, was das wohl ist, da müssen wir auch mal nachgucken. Aber das werden wir sehen bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Sage damit auf Wiedersehen und tschüss.